Am 28. März versammelten sich mehrere 10.000 Menschen vor dem Roten Rathaus in Berlin zu einer Großdemonstration. Sie folgten dem Aufruf des Weltsozialforums von BLM zu einem globalen Protesttag. Die Kritik der Teilnehmer richtete sich gegen das aktuelle Krisenmanagement der Bundesregierung im Umgang mit der Wirtschafts- und Finanzkrise. Ich möchte ein Signal setzen, dass ich für mich persönlich und für meine Familie einfach nicht damit einverstanden bin, dass wir als Steuerzahler diese Krise und diese enorme Geldsummen für Leute zahlen müssen, die einfach die Gelder aus unerfindlichen Gründen verschleudert haben. Unter dem Motto "Wir zahlen nicht für eure Krise" beteiligte sich ein breites gesellschaftliches Spektrum politischer Gruppen und Parteien. Es reichte von gewerkschaftlichen Gliederungen, antikapitalistischen und globalisierungskritischen Gruppen über die Parteien Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen bis zu umwelt- und entwicklungspolitischen Organisationen. Für großes Unverständnis sorgte der Umgang mit den Verantwortlichen der Krise. Warum werden die nicht zur Verantwortung gezogen oder warum werden die einfach oder sind alleine gelassen worden? Ein völlig freier Markt ohne Grenzen, ohne Regeln. Und warum werden die Leute, die das verursacht haben, nicht zur Verantwortung gezogen? Sondern jetzt soll die Allgemeinheit, sollen die Staaten dieser Welt, sollen sich jetzt verschulden für irgendwelche Verbrechen, die ungesühnt bleiben. Und das ist zum Kotzen einfach. Auch die jung aufstrebende sogenannte radikale Linke zeigte am Rande der Demonstration, was sie kann. Der Forderung nach sofortiger sozialer Revolution, am besten hier und jetzt, wurde durch kleine Sprinteinlagen des antikapitalistischen Blocks Nachdruck verliehen. Ansonsten verlief der Protestzug friedlich. Am Ende blieb die Hoffnung, dass dies der Auftakt für mehr Widerstand und Protest auch in Deutschland sein könnte. Der Protest, der wird zunehmen. Es werden sich wahrscheinlich immer mehr Leute zusammenfinden und gegen die Politik des Sozialabbaus und der Krise sich wehren werden. Doch erwartungsgemäß arbeitete die Berliner Polizei sehr gewissenhaft. Gleich zu Beginn der Demonstration wurde nach allen Maßgaben der Verhältnismäßigkeit ein Teilnehmer mit nicht ordnungsgemäßer Fahnenstange unsanft entfernt. Wohl unter dem Motto "Auch die Tagesschau braucht ihre Bilder" sorgten die Ordnungshüter im Gemenge der Menschen für sensationelle Szenen. Die Unversehrtheit der Demonstrationsteilnehmer konnte wohl aus theatralischen Gründen nicht berücksichtigt werden. Die Polizeitaktik überraschte. Kleine Gruppen des grünen Blocks versammelten sich plötzlich mitten in der Abschlusskundgebung. Überwältigt von dieser spontanen Solidarisierung wurde so manch einer vor Rührung umgehauen. Die sogenannten Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Demonstrationsteilnehmern und der Polizei war insgesamt unnötig und hatte dennoch eine Auswirkung auf die öffentliche Wahrnehmung der Ereignisse des Tages. Naja, weil der Staat langsam merkt, dass sich da eine Kraft zusammenballt, die sie nicht mehr kontrollieren kann. Und deswegen versuchen sie, zu uns zu kriminalisieren und ins Abseits der Gesellschaft zu drängen, obwohl wir eigentlich das Zentrum der Gesellschaft sind. Offensichtlich siegte wieder einmal die Sensationslust über eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem, was am 28. März in Berlin gezeigt werden sollte. Ich denke, die Gewaltfrage steht im Vordergrund, vor allem in den Medien, weil das eine Form der Panikmache ist. Also weil transportiert werden soll, dass die Menschen nur auf die Straße gehen, um zu randalieren, um sich aufzutürmen und zu rebellieren. Und das ist ja gar nicht der Fall. Eigentlich treten die Menschen ja nur für ihr Recht ein hier bei den Demonstrationen. Die kommen hierher einfach, um ihre Meinung kundzutun. Und das ist auch ihr gutes Recht. Und die wollen einfach ihre Botschaft transportieren und einfach wahrgenommen werden.